Herzlich willkommen beim Rezept der Woche aus dem Petermax-Schauraum in Stockerau. Ich war schon fleißig am Reiben. Ich habe schon Kürbis fertig gerieben, Hokkaido. Und jetzt kommen noch Erdäpfel dazu, denn es gibt das Rezept von Ursula aus Wien. Ursula hat Kürbis-Erdäpfelpuffer eingeschickt. Schnelles Gericht, immer köstlich, kann man nicht viel falsch machen, hoffe ich zumindest. Dazu, wie gesagt, Kürbis, also eignet sich Hokkaido oder auch zum Beispiel der Lange aus Neapel wird sich auch gut dazu eignen. Gemeinsam mit Erdäpfeln, geraspelten Erdäpfeln in eine Form, in einen Topf geben. Dann kommt natürlich Salz, Pfeffer dazu. Und wir werden das Ganze kräftig würzen. So schön ausgewogen, Hälfte, Hälfte Erdäpfeln und Kürbis, vielleicht ein bisschen Erdäpfel noch dazu. Zur Bindung 2 Eier, etwas Mehl. Es steht Vollkornmehl im Rezept. Ich habe ein Dinkelvollkornmehl genommen. Durchrühren, Salz und Pfeffern, ruhig kräftig, sowohl Erdäpfel als auch Kürbis vertragen gut Würze, da darf ordentlich Salz dran. Kürbis hat ja von Haus aus schon so ein bisschen eine süßliche Note, dann etwas Dinkelmehl und natürlich die 2 Eier. Jetzt kommt ja langsam wieder die Zeit, wo wir wieder ein bisschen kuscheligeres Essen brauchen. Also zum Beispiel diese Puffer am Abend herausgebacken oder gebraten. Dann gibt es dazu noch ein paar geschmorte Kirschparadeiser und Champignons. Und das ist so ein schneller Snack zwischendurch. Oder wer es einfach gerne auch für die ganze Familie, für die Kids macht, die mögen das sicher auch sehr gern. So, was gibt's jetzt noch dazu? Knoblauch. Einmal nur auseinanderschneiden, andrücken, grob durchhacken. Und alle Rezept der Woche-Fans wissen ja, ich mag es, wenn so eine kleine Schärfe dabei ist. Also etwas Chili, da könnte man natürlich auch Cayennepfeffer oder auch zum Beispiel etwas Curry verwenden. Und schon ist die Masse fertig. Die heben wir jetzt gleich mit 2 Löffeln in die Pfanne und braten uns schön die Puffer raus. So, und in der Zwischenzeit habe ich schon etwas Olivenöl hier in der Pfanne und schneide meine schon natürlich leicht gewaschen und geputzten Champignons blättrig. Aber da kann man natürlich wirklich alles nehmen. Man könnte zum Beispiel auch einen Krautsalat dazu machen oder ein kaltes Sauerkraut wird auch gut dazu passen. Ratatouille mit Paprika, alles an Gemüse, was Sie gerne mögen. Paradeiser halbiere ich nur, die kleinen Kirschtomaten. Und das geht auch in die Pfanne. Jetzt kommt natürlich auch gleich Salz und Pfeffer. Und da dürfen natürlich auch frische Kräuter nicht fehlen. Ich nehme etwas von meinem Schnittlauch,
von der Petersilie. Dann habe ich hier noch Majoran. Das schneide ich mir auch alles klein. So frisch gehackte Kräuter sind einfach das Beste. Das duftet einfach wunderbar. Ganz intensiv jetzt vor allem da der Majoran. Durchschwenken, ein klein wenig ablöschen kann man das mit zum Beispiel einem Mürli Bras, also so einem Wermut. Das bekommt dann noch eine ganz feine, mild-süße Note und darf jetzt da bis langsam vor sich hin brutzeln. Und jetzt, glaube ich, können wir unsere Puffer schon zum ersten Mal wenden. Ja, war schon höchste Zeit. War schon höchste Zeit. Aber geht noch. Schau, der ist überhaupt bickenblinder. Warum? Weiß man auch nicht. Ich dachte, ich habe eine beschichtete Pfanne, aber ganz so beschichtet war es nicht. Gehen wir ein bisschen zurück mit der Temperatur und geben ihm noch einen Schuss Olivenöl. Ja, und dann gibt es natürlich einen Dip dazu. Das schadet auch nicht, wenn man die Puffer so ein bisschen eindippen kann. Ich habe mir hier schon zusammengerührt etwas Topfen mit Sauerrahm und einem Klecks Creme Fraiche. Den möchte ich jetzt natürlich auch ein bisschen aromatisieren mit Salz. Dann etwas Kresse. Restlichen Kräutern, die ich da noch habe. Auch da etwas Schärfe mit scharfem Senf und etwas weniger scharfem Senf. Sehr gut. Gibt dem Ganzen natürlich eine richtig gute Frische. Und durch den Senf, diese typische ätherischen Öle, das passt wunderbar zusammen. So, hier ist auch schon eingekocht und eigentlich könnten wir schon anrichten. So, einen Puffer tun wir raus. Das ist der, der am wenigsten braun ist hier auf der einen Seite. Den koste ich einmal. Aber ich glaube, ein bisschen dürfen sie noch. Durch sind sie schon, aber eben noch ein klein wenig Kruste auf der Ober- und Unterseite. Die zwei hier sind ja wunderbar geworden. Und die werden wir am Rand anrichten. In der Mitte das schnelle Gemüse. Also auch da duften die Champignons, die Paradeiser, diese leichte Süße vom Wermut und natürlich die Kräuter. Platzieren wir hier in der Mitte. Ja, jetzt sind sie schön groß. Innen noch super cremig. Kommt der Schnittlauch dazu. Und natürlich als Dip entweder in der Schale daneben oder einfach hier als Kupf schon dazu. Und dann sage ich der Ursula vielen Dank fürs Rezept, liebe Ursula. Euch viel Spaß beim Nachkochen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Guten Appetit! Boom.